Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von GTA Vice City. So, wir haben jetzt bei der letzten Folge die letzte Mission erfüllt von der Druckerei. Das heißt, dementsprechend gibt es da nichts mehr zu erledigen, außer eben ab und zu wiederkommen und da eben halt die Gewinne, die erwirtschaftet worden sind, abzuholen. Aus diesem Grund werde ich jetzt auch mal beim Taxiunternehmen vorbeifahren und da eben auch mal das Geld holen. Ich glaube, da sind das 6.000 Dollar. Oh, nee, weniger. Aber ich glaube, bis zu 6.000 wird hier generiert, aber immerhin 2.843 Dollar bekommen. So, wir haben jetzt 23.051 Dollar. Also nicht besonders viel Kohle. Das heißt, wir können jetzt eigentlich auch nicht besonders viel machen. Also wir können jetzt zum Beispiel kein neues Gebäude, also kein neues Geschäft kaufen, weil wir einfach zu wenig Geld haben. Deswegen schlage ich vor, wir fahren jetzt mal ein Rennen nochmal, um einfach da, ich würde sagen, nochmal mehr ja, Geld zu verdienen, damit wir eben auch mehr Geld für andere Locations haben, für andere Geschäfte haben. So, wichtig auf jeden Fall, habe ich euch ja auch letztes Mal gezeigt. Schnelles Auto ist natürlich wichtig, gar keine Frage. Aber auch nehmen wir hier die Möglichkeit wahr und zerbomben die Autos mit der Panzerfaust. Habe ich erstmal diese Strecke ausgewählt. Das ist meine Lieblingsstrecke, deswegen, weil ich die eigentlich auch in- und auswendig kenne. Und der Punkt ist auch noch dabei, dass ich eben hierbei am meisten verdiene. Es kommt kein vernünftig schnelles Auto vorbei. Mann, oh Mann, oh Mann. Nehmen wir eben jetzt das Auto erstmal in der Hoffnung, dass ich mit diesem Auto, dass das eben ausreicht und schnell genug ist. Es ist natürlich relativ lahm. Aber je nachdem, wie man fährt, ist das auch okay. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Aha. Da habe ich ja mit 2 Punkten direkt Glück gehabt. Ich habe den Polizisten gar nicht gesehen, der da stand. Und zum anderen, ich habe 3 Autos erwischt. Ja, also wenn man, zwei Sterne habe ich trotzdem. Okay. Das heißt, die Polizei ist mir auf den Fersen. Ich überlege jetzt gerade, soll ich jetzt 100 Dollar investieren für Paint Spray, damit ich nachher Ruhe habe? Oder soll ich mir das Geld sparen? Ja, ich spare mir das Geld. Ich bin in Spielen eigentlich genauso wie im wahren Leben. Wenn ich mir das Geld sparen kann, lasse ich es sein. Denn ich werde ja nicht verfolgt, also außer von den Polizisten. Aber die Kontrahenten von dem Rennen, die sind ja gar nicht mehr da, die sind ja ausgeschaltet. Das heißt, ich habe dementsprechend alle Zeit der Welt und ich will auch keinen neuen Rekord aufstellen. Ah, das darf natürlich nicht passieren, dass dann eben halt ein Polizist vorbeikommt, wenn ich halt da stecken bleibe, wie gerade jetzt eben, weil ein Polizist reingefahren ist und mich dann aus dem Auto rausholt. Ich hoffe mal, das passiert nichts. Es gibt natürlich so einige Stellen, so wie diese jetzt hier, wo das eigentlich klar ist, dass Polizisten da rausgeschossen kommen. Und wenn man dann nochmal zurückfährt, ein Stück und wieder diese Straße da reinfährt, dann kann man sehen, dann kommen die schon wieder. So, hier habe ich schön Yin-Yang gemacht. Er links, ich rechts rum, im Kreis rumgefahren, geschlängelt. Und es hat auch gut funktioniert. Ich meine, die Polizisten sind jetzt hier bei 2 Sternen auch nicht so aggressiv, wie es bei 3, 4 und so weiter und so fort Sternen ist. Ich habe das Gefühl, die geben sich eigentlich gar nicht so eine richtige Mühe. Unabhängig davon glaube ich aber trotzdem, dass ich das Auto gleich wechseln muss.
Was er war. Auch nicht so schlimm, ja. Hauptsache ist nur das Einzige, was mir passieren kann. Das Realistischste ist eben halt, dass das Auto explodiert. Weil es fängt jetzt schon an, mehr weißen Qualm zu produzieren. Als wenn das Auto ganz wäre. Denn da kommt ja kein Qualm raus, außer vom Auspuff. Aber das ist ja kein Indikator, ob ein Auto bald in die Luft fliegt oder nicht. So. Wir sind gut unterwegs. Wie gesagt, wir haben keinen Gegner. Das ist genauso im Geschäftsleben. Ich habe keine Konkurrenten. Ich habe Mitbewerber. Aber in dem Fall weder noch. Bei diesem Rennen. Auch hier langsam die Kurve, diese Kurve reinfahren, also die Kurve davor. Denn wenn man da schnell reinfährt, ist mir aufgefallen, dann ist erst recht Gegenverkehr da. Und da fahre ich immer langsamer durch die Kurve rein. Und dann ist da die Wahrscheinlichkeit von 90-100%, dass da eben halt kein Gegenverkehr existiert und kein Gegenverkehr reinfährt. In das Auto. Ja. Wie gesagt, also dafür, dass das Auto so langsam ist, sind wir gut unterwegs. Das ist alles wunderbar. Fahren wir jetzt mal hier und mal da. So, dann können wir uns aber zwischenzeitlich auch überlegen, was wir dann anschließend machen. Wir können ja auch eventuell, müssen wir gleich mal überlegen, oder wir überlegen ja jetzt gerade, anstatt jetzt irgendwie ein neues Geschäftsgebäude zu kaufen, dass wir eben halt hingehen. Und können zum Beispiel ein anderes Rennen fahren. In der Nähe von meinem Lieblingshaus Hyman Condo oder Hyman Condo, wie das genannt wird. Da gibt es ja diese Arena. Da gibt es drei verschiedene Arten von Rennen, die man fahren kann. Wobei eins ist kein richtiges. Also ein richtiges Autorennen ist dabei. Das geht, glaube ich, über 10 bis 20 Runden. Und dann gibt es ja das Motocross, also mit dem Motorradrennen, beziehungsweise so ein Etappenlauf. Da muss man innerhalb einer bestimmten Zeit Checkpoints abfahren, auch teilweise über Hindernisse und so weiter. Ja, und dann gibt es eben halt so eine Art Stockcar Racing, wo die Fahrzeuge, wo man auch bestimmte Checkpoints erreichen muss, aber alle anderen Fahrzeuge sind hinter mir her und rammen mich. Und wenn das Auto kaputt ist oder aber die Zeit abgelaufen ist, um einen nächsten Checkpoint zu erreichen, ist das Rennen verloren. Hat man aber eine vorgesteckte Zeit, die immer addiert wird, wenn man halt weitere Checkpoints eben halt erwischt hat, dann ist das Rennen gewonnen. So, und da ist der letzte Checkpoint und wir haben das Rennen gewonnen. Das Auto ist sogar noch heil. Wir haben Preisgeld gewonnen in Höhe von $40.000. Da parken wir das Auto jetzt hier rein. Hier und da, wunderbar. Und dann gehen wir auch direkt speichern. Gut, ich speichere es trotzdem als neue eigene Mission. Und werde das auch dementsprechend hochladen. Darf ich mal vorbei? Hallo! Ja, ich will die nicht K.O. schlagen. Also ich schlage ja nicht mit Absicht Leute K.O. Aber ich hoffe, dass die jetzt mal da abhauen. Achso, gibt noch eine andere Möglichkeit. Genau. Ja, nee, ich starte nicht gerne Leute und ist auch nicht im Spiel, muss auch nicht sein. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und gut, dann speichern wir jetzt einfach mal ab und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.